riesiges Fest. Die Menschen ziehen mit bunten Luftballons durch die Stadt. Das sind Knallfrösche los, werfen Papierschlangen, brennen Feuerwerk ab. Die Geschenke bringt Santa Claus am heiligen Abend. Er kommt auf einem Schlitten durch die Lüfte geflogen, der von 8 Rentieren gezogen ist. Schweden. In Schweden feiern wir am 14. Dezember Luciatag. Die Lucia-Braut trägt ein weißes Gewand. Auf dem Kopf Kerzen in einem Kranz. Lucia bringt Licht und Freude in die Häuser und bekommt dort kleine Geschenke. Indien. Wir feiern nicht Weihnachten. Die gläubigen Inder sind Hindus und haben die älteste Religion. Hindus glauben an Meeresfrösche. Weil wir viele Götter verehren, feiern wir viele Feste. Zum Beispiel das indische Neujahrsfest. Das heißt Diwali und ist eines der großen Feste. Mexiko. Am Weihnachtsplatz ziehen wir mit selbstgebastelten Figuren durch das Dorf. Die Figuren sind Maria, Josef, das Jesuskind und ein Jesus. Wir werden immer wieder abgewiesen, bis wir endlich Menschen finden, die uns einlassen. Wir essen, trinken und tanzen die ganze Nacht. An einem großen Kasten stecken wir Kerzen. Geschenke bekommen wir erst am 6. Januar. Sie stecken unsere Schuhe, die wir abends als Fenster haben. Deutschland. Bei uns in Deutschland feiern wir Weihnachten ähnlich wie in Österreich. In der Adventszeit haben wir eine Adventszeit. Die Geschenke bringt bei uns das Christkind am 15. Dezember. Russland. In der Weihnachtszeit finden bei uns in der Schule große Feste. Unser Weihnachtsmann heißt Peterchen Voss und wir erwarten ihn ganz oft. Ein Tannenbaum mit Kerzen hat man in Russland selten. England. Weihnachten ist bei uns ein fröhliches Fest. Wir laden Freude ein und schmücken die Wände mit Bänder und Immergrünzweigen. Wir tragen bunte Papierhüte und lachen, trinken, essen. Es gibt Zutaten und heißen Glanzpudding. Am Morgen des 25. Dezember stecken wir Geschenke in einem Strom. Santa Claus hat sie gebracht. Kroatien. Bei uns liegt zu Weihnachten Schnee. Wir holen mit dem Schlitten einen Tannenbaum. Den Baum schmücken wir mit Engeln, Trompeten, Herzen und kleinen Kreuzen aus Teig. Wenn es dunkel ist, schütten wir Stroh in den Hausflur, denn es soll bei uns wie im Stall von Bethlehem aussehen. Die Väter holen einen Korb mit Walnüssen und werfen in jede Ecke eine Handvoll. Ihr wollt wissen, was das bedeutet? So wie die Nüsse in alle die Himmelsrichtungen fliegen, so soll auch die Botschaft der Weihnachtsgeschichte die Liebe in aller Welt verstreut werden. Griechenland. Zu Weihnachten sehen wir Kinder singen von Haus zu Haus. Wir nennen es Kalender. Die Menschen schenken uns Feigen und Bienen und süßes Gebäck. Einen Bissen gibt es ganz selten. Die Geschenke gibt es am 31. Dezember. Das ist Tag des Heiligen. Türkei. Bei uns wird Weihnachten nicht gefeiert. Unser Prophet heißt Mohammed. Mohammed wurde nicht in einem Stall geboren. Er schrieb alles, was für uns Muslime und unsere Religion wichtig ist, in ein heiliges Buch. Wir nennen es den Koran. Italien. Zu Weihnachten stellen wir eine Krippe mit wertvollen handgeschnittenen Figuren auf. Die Geschenke bringt bei uns die gute Figuren. Kommt aber erst am 6.
Vater. Bei uns beginnt das Weihnachtsfest einen Tag vor dem Heiligen Abend mit einem Fackelumzug. Die Kinder gehen mit selbstgebastelten Laternen mit. Am 24.12. gibt es dann vor der Kirche ein Festessen. Am 25.12. finden die Kinder Geschenke. Australien. Bei uns ist zu Weihnachten Hochsommer. In den Städten liegen Kunststücke. Und es gibt nur Sommersachen-Schluckhaus. Viele Familien feiern Weihnachten. Das Weihnachtsfest beginnt am 24.12. am nächsten Morgen in St. Klaus. Spannend. Weihnachten ist bei uns ein lärmendes, fröhliches Fest. Am Weihnachtsabend gibt es ein großes Feuerwerk. Wir essen, trinken und tanzen die ganze Nacht und machen mit Trommeln viel Krach. Am Weihnachtsabend erhalten die Kinder kleine Geschenke. Polen. Am 24. Dezember sitzt unsere ganze Familie zusammen. Der Großvater holt eine große O-Platte. Jeder isst ein Stück davon. Der Tisch wird mit einer weißen festlichen Decke geschmückt. Unter der Heu liegt. Drauf stehen bunte Speisen. Nach dem Essen bringt der Quatschiter, unser Weihnachtsmann, die kleinen Geschenke. Pünktlich um Mitternacht holen wir das Heu unter dem Tisch heraus und verteilen es an die Tiere im Stall. Am Weihnachtsabend bringen meine älteste und jüngste Schwester einen dicken Holzklotz ins Haus. Wir brennen ihn im Kamin an. Mein Vater gießt ein Glas Wein darüber und spricht einen Segen. Unsere Familie setzt sich um den Kamin und singt Weihnachtslieder. Wir essen Weihnachtsstollen. Père Noël bringt den Kindern vom 24. auf den 25. Dezember Geschenke. Danke schön.